genau platscht der Zeit. Ich weiß nicht, ob es Melose in der Hand und Glühwein, aber der hat drei oder zwei Punkte geplatscht. Und mit dem Nachbarn oder der Nachbarin bin ich auch. So. Jetzt wird er noch. Die Daten aufgenommen, die Mitarbeiter, 250 Stunden Handarbeit, können Sie dann den entsprechenden Platz aufstellen, dieses Bauernhaus, der Hauptpreis wird das jetzt verlost. Und zwar, jetzt braucht man wahrscheinlich los nochmal. Bitte. Jetzt müssen wir spannen. Die letzte Stelle, also die eine Stelle, ist ein Zwarger. Schon vorbei. Die allererste Stelle ist ein Zwarger, ganz links. Also die 7000er Stelle. Jetzt sage ich es nicht gleich als Ganzes. Die Nummer lautet 1132. Können wir jetzt die einstellige Zahl überprüfen? 1132. Die Gewinner dieses Modells des Bauernhauses. Bravo! Bravo! Der Werner Meyerhofer hat gewonnen. Werner, das ist jetzt perfekt. Du hast ein neues, modernes Haus und dazu passt jetzt ein historisches Bauernhaus. Gratuliere, Werner! Somit ist also der Preis auch gewonnen. Wir danken allen, die mitgemacht haben. Wir bitten alle, die noch spenden wollen, Zahlscheine gibt es beim Stand der Hilfsbereitschaft. Auch bei den Eingängen liegen diese Zahlscheine. Wir freuen uns, dass Sie für Sternenleuchten das spenden für die vier Hilfsorganisationen. Das gibt es ein Pressefoto mit stolzen Menschen. Dann haben wir noch einen Punkt der heutigen Sterneleuchte, das heißt Handaktion und zwar. Der Klaus Müllermeier steht neben mir, die Frau Magister Renate Wagerle steht neben mir. Die Renate ist die Chefin des Mädchen- und Frauenberatungszentrums. Sie hat das Ganze auf die Füße gestellt, sie organisiert dieses. An diese Einrichtung, die es um Mädchen und Frauen, die Grundlage haben, sie unterstützen und helfen, Beratung und so weiter bieten. Und der Klaus und seine Gruppe der SPÖ haben gesagt, die Tausch, die sie heuer durchgeführt haben, die Tauschbörse, dann wird der Verein dem Mädchen- und Frauenberatungszentrum überreichen. Das machen wir jetzt hier mit dem entsprechenden Pressefoto. Gratulieren. Der Betrag ist 425 Euro. Bitte am